Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Victoria und falls ihr mich noch nicht kennt, auf meinem Kanal geht es rund um Kreativität und DIYs. Und heute treffen wir uns zusammen für einen kleinen Stricktalk. Es ist eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Und zwar setzen wir uns einfach zusammen, schnappen uns was, Tee oder einen Kaffee, unsere Stricksachen und ja, quatschen über ein paar Themen und tauschen uns in den Kommentaren darüber aus. Und es ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Ich verlinke euch unter dem i aber mal die letzten Stricktalks, die ich gemacht habe. Und heute soll es ein wenig darüber gehen, was man machen kann oder was passiert mit einem, wenn man zu viele Dinge im Kopf hat, wenn man ein bisschen überfordert ist und nicht so genau weiß, was man jetzt als erstes machen soll und im Endeffekt dann vielleicht gar nichts tut und einfach vielleicht ein bisschen überfordert mit der gesamten Situation ist. Und befinde ich mich eben selber aktuell in so einer Situation. Die letzten zwei Tage war ich ja hin und her gerissen und fühlte mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, einfach von Social Media und der Gesellschaft. Und ich wollte einfach mal ein bisschen mit euch darüber reden und was mir in diesen Situationen hilft, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es anderen auch so geht. Und deswegen setzen uns einfach heute mal ein bisschen zusammen. Ich habe meine Stricksachen dabei und ich würde sagen, wir legen direkt los. Eigentlich sollte heute nämlich ein anderes Video hochkommen und zwar eins zu einem Strickjob und da arbeite ich auch dran, wie ihr hier sehen könnt. Allerdings habe ich es einfach nicht rechtzeitig geschafft und wollte dann auch nicht irgendwie so ein Video machen, mit dem ich dann nicht zufrieden bin und habe das eben ein paar Mal aufmachen müssen, weil ich mir die Strickanleitung für meine Videos ja eben selber ausdenke und das dauert dann einfach auch und es braucht seine Zeit und das hat man nicht mal in einem Tag irgendwie abgefilmt, sondern das dauert eben auch mal eine Woche oder zwei. Und deswegen kommt heute eben nicht das Video dazu, sondern dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche dann, wenn es fertig ist und ich persönlich damit auch zufrieden bin. Aber das Ganze hat mich irgendwie so dazu geritten, dass ich in so eine Spirale gekommen bin von Erwartungen und Stress, der sich dann in mir ausgelöst hat. Und denke, dass sich damit viele identifizieren können, dass man vielleicht Abgaben hat in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit und gleichzeitig dann aber auch eben im privaten Leben noch Dinge hat, die man tun möchte. Und wenn es dann irgendwann zu viel wird, dass man dann im Endeffekt gar nichts mehr tut. Und dann merkt man, dass man gerade eigentlich alles andere tut, aber vielleicht nicht das, was man eigentlich tun sollte oder vielleicht auch tun möchte. Aber was sich dann einfach irgendwie, dass man es einfach nicht schafft, weil man so viel im Kopf hat. Und ich glaube, diese Situation kennt jeder, dass man dann plötzlich merkt, dass man sich von anderen Dingen ablenken lässt. Und deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen darüber quatschen, was mir in diesen Situationen hilft. Und das Erste, was mir auf jeden Fall hilft, ist, mit jemandem darüber zu reden. Ich merke das immer wieder, wenn ich darüber rede, dass es einfach hilft. Und ich habe jetzt das Glück, dass mein Freund über das Wochenende gekommen ist und der mit mir der absolutes Verständnis für solche Situationen hat und mit mir dann eben auch einfach darüber reden kann. Und das hilft mir dann einfach in solchen Situationen, mit jemand anderem darüber zu reden. Man kann eine Freundin oder einen Freund anrufen und einfach ein bisschen darüber quatschen, was einen gerade so alles beschäftigt. Meistens merkt man dann alleine im Kopf schon oder merkt selber vielleicht, was einem vielleicht helfen könnte. Und ich habe einfach das Gefühl, dass drüber reden immer hilft. Ob die andere Person beteiligt ist oder nicht, ist irrelevant eigentlich. Sondern man macht es ein bisschen für sich selber, dass man einfach alles so ein bisschen für sich klarer hat, was eigentlich da alles gerade im Kopf abgeht. Ich kann gar nicht sehen, was ich stricke, ne? Ist doch auch blöd. Machen wir mal so. So ist besser. Jetzt könnt ihr auch sehen, was ich stricke, ne? Genau. Was mir auf jeden Fall auch super, super dolle hilft, ist einfach mir einen Moment für mich selber zu nehmen. Keine Musik, kein Handy, keine Ablenkung, gar nichts. Und alles drumherum, einfach ruhig zu haben und tatsächlich für sich selber. Und dann einfach auf einen Zettel mit Stift aufzuschreiben, was alles in meinem Kopf ist. Einfach runterzuschreiben, gar nicht irgendwie sortieren oder irgendwelche Gedanken verurteilen, sondern einfach alles aufschreiben
und muss auch gar nicht irgendwie sortiert sein, sondern kann irgendwie auf das Blatt gekritzelt werden. Einfach, dass man so ein bisschen ja, los wird, was alles im Kopf ist. Weil meistens, wenn man die Dinge aufschreibt, dann fühlt sich erstens gar nicht mehr so viel vielleicht an oder einfach auch sortierter. Man muss es sich nicht mehr die ganze Zeit merken und dieses immer sich diese Dinge merken zu müssen, ist eben auch einfach anstrengend. Und genau, deswegen hilft es mir auch, diese Dinge dann runterzuschreiben und dann in unterschiedliche Kategorien aufzuteilen. Also vielleicht, was sind Aufgaben für Schule, Uni, Arbeit? Was sind Aufgaben im Freundeskreis oder was beschäftigt mich da im sozialen Bereich für mich persönlich? Was sind Dinge, die mich persönlich betreffen? Was sind Aufgaben, die ich vielleicht mehr Prioritäten haben und die weniger Prioritäten haben? Und das Ganze teile ich eben so ein bisschen für mich auf, was da irgendwie mich beschäftigt und markiere mir das dann zum Beispiel in Farben oder schreibe es mir nochmal auf in eben ja sortierten Bubbles und ja, das Ganze hilft mir einfach zu diesem Krams aus meinem Kopf ein bisschen loszuwerden und das Ganze so ein bisschen ja einfach aus meinem Kopf aufs Papier zu bringen und so meinen Kopf einfach ein bisschen zu entleeren. Was mir auch hilft und man sieht es auch immer bei mir, wie es in meinem Kopf aussieht, wie meine Umgebung aussieht. Also wenn es bei mir zu Hause aufgeräumt ist, dann geht es mir auch meistens in meinem Kopf gut und ich fühle mich irgendwie frei und man kann dem Ganzen das ganz gut ansehen. Wenn es nämlich unordentlich ist und ich nicht aufgeräumt habe und alles irgendwie ja, im Chaos endet, dann ist auch meistens mein Kopf total im Chaos. Und das ist für mich auch immer eigentlich schon ein Zeichen oder auch für alle drumherum, dass in meinem Kopf gerade einiges los ist. Und dann muss ich auch einfach mal aufräumen und mir die Zeit dafür nehmen, das zu machen, was ich machen möchte in meinem Haushalt. Manchmal ist es zum Beispiel auch Dinge, die Projekte, die noch rumliegen für zu Hause, weil ich einfach auch gerne meine Wohnung neu einrichte und Ideen habe, was ich da alles machen möchte. Und so sammelt sich manchmal auch ein Chaos an. Und ich habe zum Beispiel heute ein Regal hier angebracht, meine Gitarre endlich aufgehangen und solche kleinen Dinge gemacht und aufgeräumt. Und das Ganze bringt mir auch einfach immer, also hilft mir auch einfach immer schon ruhiger zu werden. Also wenn alles um mich herum aufgeräumt ist, dann gibt mir das einfach auch ein besseres Gefühl. Und deswegen muss es zwischendurch auch einfach mal sein, dass man dann komplett sich Zeit dafür nimmt, auch wenn man vielleicht viele andere Dinge zu tun hat, erstmal einfach aufzuräumen und danach alles andere anzugehen, weil man sich dann auch einfach schon ruhiger fühlt. Hört ihr dieses Piepen, was da gerade draußen ist? Jetzt weg. Okay. Ich mache das Fenster mal zu. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich höre es. So. Ja, so ist es nämlich. Das sind so die Dinge, die mir auf jeden Fall aktuell dabei irgendwie geholfen haben, wieder ein bisschen ruhiger zu sein. Ja, so ist es nämlich bei mir dann, dass sich irgendwie alles aufstaut und dass ich das Ganze dann einfach mal loslassen muss. Und für mich sind es wirklich so Dinge wie aufräumen, alles runterschreiben, mit anderen darüber reden, einfach den Kopf eben dadurch freier zu bekommen. Und manchmal hilft es auch einfach schon, die Musik aufzudrehen und einfach ein bisschen rumzutanzen und komplett frei dabei zu sein. Egal wie man aussieht, einfach nur das Ganze zu fühlen und einfach ein bisschen, einen Moment mal komplett was anderes machen, als das, was man vielleicht alles gerade im Kopf hat und sich dadurch einfach wieder ein bisschen freier zu fühlen. Das sind so Dinge, die mir persönlich einfach dabei helfen, diesen ganzen Druck, den man vielleicht hat und diesen ganzen Dinge, die sich in einem aufbauen, loszulassen. Und was mir natürlich auch immer hilft und das ist für mich einfach pure Entspannung, ist stricken. Einfach ein Hörbuch anmachen oder Musik, vielleicht auch mal gar nichts, einfach nur zu stricken, den Moment zu genießen. Und das ist einfach was mir persönlich immer hilft und mich immer irgendwie zur Ruhe bringt. Und
Ja, deswegen war es so ironisch irgendwie, dass mich dieses Video zu drehen, in dem ich stricke, gestresst hat und ich irgendwie so ein negatives Gefühl dazu hatte. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, dass ich, wenn ich Videos mache, möchte ich das rüberbringen, weil es mir Spaß macht und weil ich euch damit inspirieren möchte und weil ich ja einfach euch irgendwie etwas bieten möchte, was euch was bringt und nicht ein Video, was ich mal schnell kurz gemacht habe, einfach um ein Video zu haben oder um ja, irgendwie regelmäßig hochzuladen. Und ja, so kann es eben bei mir passieren, dass dann mal eine Woche nichts kommt, einfach weil ich das Ganze ja nebenbei mache und eben Vollzeit noch studiere und deswegen ja einfach mal auch vielleicht Abgaben im Studium einfach viel sind und ja, wir haben sehr, sehr viele Projekte, die eben auch parallel laufen und auch einen großen Teil meiner Freizeit eben in Anspruch nehmen, was mir super viel Spaß macht und ich mache das richtig gerne, aber dadurch habe ich einfach auch nicht immer die Zeit, ein Video zu drehen, was sehr viel Aufwand ist, aber diese Strickvideos, die ich ja besonders viel mache oder auch generell die ganzen DIYs, ja, die sind halt häufig nicht in einem Tag gemacht, sondern die brauchen einfach mehrere Tage oder Wochen und ja, daher kann es einfach dann auch mal passieren. Aber eigentlich wollte ich mich jetzt auch gar nicht so dafür rechtfertigen, sondern euch vielleicht auch einfach ja, ein bisschen aufzeigen, was dieser Druck manchmal ausmacht, weil ich das Gefühl habe, dass häufig Leute, und das ist völlig in Ordnung, und ich meine das gar nicht jetzt irgendwie negativ, aber dass viele Leute einfach das Gefühl haben oder es für selbstverständlich annehmen, dass ja, Leute auf YouTube ihre Videos regelmäßig hochladen und Content bringen und ja, dass es einfach so für was Selbstverständliches angesehen wird, dass ich dann ein Strickvideo hochlade oder eine neue Anleitung. Aber das Ganze will sich auch überlegt sein und eine Strickanleitung zu machen ist ja nicht einfach so passiert und deswegen dauert, also das Ganze ist natürlich super viel Aufwand und manchmal bekomme ich Kommentare wie, ach komm, mach doch dazu noch eine Strickanleitung, wenn ich auf Instagram zeige ich auch häufiger mal Dinge, die ich gestrickt habe, ohne das Ganze abzufilmen. Einfach weil ich auch Projekte für mich brauche, wo ich nicht dann immer vor der Kamera so stricken muss, sondern einfach entspannt stricken kann, ohne das Ganze jetzt zu filmen. Oder ich denke mir irgendwie, das meiste, was ich stricke, mache ich einfach aus dem Kopf, ohne eine Anleitung. Und manchmal möchte ich einfach Dinge ausprobieren, vielleicht auch bevor ich dafür ein Video mache, aber vielleicht auch einfach für mich selber. Und dann ja, kommen halt häufig Kommentare, mach doch dazu ein Video, tu uns doch was Gutes, wir sind doch gerade alle in Quarantäne und irgendwie haben nichts zu tun. Und das freut mich auch total, dass die Leute dann stricken wollen und dass ihr dann irgendwie auch Lust habt, alle stricken zu lernen. Und das ist sowas Schönes und ich teile das sehr, sehr, sehr gerne mit euch. Aber man muss halt auch immer im Hinterkopf behalten, wie viel Arbeit dahinter steckt und ja, dass einfach das Ganze nicht selbstverständlich ist, dass ja, irgendwie YouTuber oder Content Creator immer ihren Content liefern. Weil zum Beispiel für mich ist es so, ich werde nicht gesponsert. Ich habe kaum Kooperationen gemacht, vielleicht 3, 4 in meiner gesamten YouTube-Zeit. Und einfach weil ich auch, wenn ich eine Kooperation mache, möchte, dass es passt. Und ich kaufe die Wolle selber, meine Stricksachen selber und dadurch ist es natürlich auch so, dass das Ganze einfach ja auch Kosten sind, die ich gleichzeitig trage. Und deswegen möchte ich natürlich auch Dinge machen, die mir Spaß machen, mir persönlich ja auch einfach, wovon ich persönlich auch was habe und was ihr auch einfach, ja, was mir was bringt und was euch was bringt. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, was ich sagen möchte, weil natürlich stört es mich an sich nicht, dass Leute sowas sagen oder diese Erwartungen haben, weil es mir auch zeigt, dass es ihnen Spaß macht und sie sich freuen, wenn ein Video von mir kommt. Aber das baut manchmal in mir einen enormen Druck auf, einfach dann auch diese, ja, den Erwartungen irgendwie gerecht zu werden. Und ja, ich hoffe, ich verplappere mich jetzt hier nicht irgendwie und das Ganze macht keinen Sinn, aber ich glaube, dass jeder das kennt, dass man irgendwie diese Erwartungen von außen eben hat. Das kann natürlich auch, muss gar nicht irgendwie im Social-Media-Bereich sein, kann auch ganz klein sein, irgendwie von Freunden oder Familie, dass man ja in Erwartungen entsprechen möchte oder denen dann auch ja gerecht werden möchte.
aber auf der anderen Seite man vielleicht dadurch selber total in Stress gerät. Und das musste ich mir in den letzten Tagen eben wieder bewusst machen, dass man selber und dass es einem selber gut geht, erstmal wichtiger ist. Und dann kann man Erwartungen gerecht werden, wenn man das denn möchte und wenn es sich gut anfühlt. Ja, so ist es für mich eben auch mit Videos zum Beispiel, dass ich da einfach immer mir auch die Zeit nehmen möchte, um die Videos gut zu machen, dass ich, dass ihr was davon habt und das Ganze auch versteht und dass die Anleitungen irgendwie verständlich rüberkommen und ich mir dann eben auch die Zeit nehme, das Ganze Schritt für Schritt zu erklären. Und deswegen muss manchmal dann vielleicht auch einfach eine Woche kein Video kommen, damit in der nächsten Woche dann ein Video kommt, womit ich umso glücklicher bin und ihr vielleicht auch einfach mehr davon habt. Und irgendwie jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen im Kreis gedreht und das Ganze irgendwie ein paar Mal wiederholt, aber ich glaube, es ist verständlich, was ich damit meine, dass diese Erwartungen und dieser Kreislauf von diesen vielen, vielen Dingen, die man dann vielleicht im Kopf hat und den ganzen Aufgaben, dass man sich dann vielleicht manchmal einfach ein bisschen verloren fühlt und einfach vielleicht, dass man einfach nicht genau weiß, wohin mit sich. Und ich habe mich einfach entschieden, heute mich mal hinzusetzen und mit euch darüber zu quatschen. Und weil ich einfach, ich zeigen möchte, dass es jedem so geht. Und ich glaube, dass ich hier nicht alleine bin. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gerade geht und wie ihr vielleicht auch mit der aktuellen Situation einfach umgeht und was euch in solchen Situationen einfach hilft. Wenn ihr euch vielleicht verloren fühlt, viel zu viel im Kopf habt oder das Gefühl habt, Erwartungen erfüllen zu müssen oder was euch einfach in diesen Situationen hilft, wenn sich der ganze Kopf ein bisschen dreht. Ich glaube, das wird uns allen helfen, wenn wir uns da einfach so eine kleine gemeinsame Liste schaffen an Dingen, die man dann vielleicht einfach machen kann, um selber wieder runterzukommen und zu priorisieren, was einem selber einfach am wichtigsten ist. Ja, ich glaube, das war's jetzt so für heute und ich lasse euch einfach mal mit diesen Gedankengängen so ein bisschen in den Tag und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr unten in den Kommentaren euch einfach ein bisschen austauscht oder wir uns einfach ein bisschen austauschen können. Und es kommen dann auch wieder die Strickvideos und anderen DIYs. Aber die kommen dann auch einfach dann, wenn ich glücklich mit den Videos bin und ich das Gefühl habe, dass ich euch damit wirklich was mitgeben kann. Und wenn ihr bis dahin vielleicht noch einfach ein bisschen was Kreatives sehen möchtet, schaut gerne mal bei mir bei Instagram vorbei. Da teile ich auch immer zwischendurch Sachen, wenn ich gerade ein Video vorbereite oder auch kleine Sachen, die ich zwischendurch so mal mache. Also schaut da gerne mal vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.